idealism prevails. Make the world a better place. Ich darf Sie sehr herzlich zu unserem Jänner-Showfix mit dem Thema Leisure is Pleasure, wie sich Jugendfreizeitkulturen verändern, begrüßen. Und ich freue mich, dass wir so ein breites Interesse gefunden haben mit unserem Monatsthema. Wir haben schon ein bisschen die Gästeliste durchgesehen und haben festgestellt, wir haben die Jugendarbeit hier, wir haben die Gesundheitsförderung hier, wir haben Interessenvertretungen hier, wir haben Agenturen hier, wir haben Vertreter, Vertreterinnen großer Unternehmen hier, also eine richtig große Bandbreite, ein breites Interesse, und ich denke, es ist ein spannendes Thema. Jugendfreizeitkulturen haben immer schon fasziniert. Ja, und ich würde da gern einen Halbsatz ergänzen. Ich glaube, Jugendfreizeitkulturen wurden immer schon nicht ganz richtig verstanden oder oft nicht richtig verstanden. Ja. Ich denke, wenn wir über das Thema Jugend und Freizeit sprechen, ja, machen wir häufig den Fehler, die Frage falsch zu formulieren. Wir beschäftigen uns damit, was junge Menschen in ihrer Freizeit besonders oft machen. Ja. Wir beschäftigen uns mit den häufig ausgeübten Freizeitaktivitäten und vergessen, angesichts dessen zu fragen, was machen die Jugendlichen in ihrer Freizeit denn eigentlich gerne? Und ich glaube, genau diese Frage müssen wir stellen. Ja? Wenn wir diese Frage stellen, kämen wir nämlich weiter zu einer zweiten wichtigen Frage, die darum geht, wie junge Menschen mit ihrem Freizeitverhalten Zeitgeist definieren, wie sie in ihren Freizeitkulturen Lebensgefühl finden und wie sie uns als erwachsene Gesellschaft damit letztendlich auch in den Spiegel vorhalten. So. Wenn Sie mir eine ganz kleine Zeitreise erlauben, ich würde gerne mit Ihnen zurück in die 1950er. Die 1950er waren das Jahrzehnt, als man sich mit Jugendfreizeitkulturen zu beschäftigen begann. Und zwar sowohl von kommerzieller Seite, als auch von Seite der Jugend- und Bildungsarbeit. Im kommerziellen Bereich entdeckte man freizeitorientierte Jugendliche als Konsumenten. Ja? Und man fand auch sehr schnell einen Begriff, um diese jungen Freizeit- und Konsumkulturen zu analysieren. Man sprach plötzlich von Teenagern. Also der Begriff Teenager ist eigentlich in den 1950er Jahren entstanden. Ja? So. Diese Zeit ist die Zeit, wo es mit dem Jugendmarketing losgeht. Gleichzeitig ist es die Zeit, in der sich die außerschulische Jugendarbeit sehr intensiv mit Jugendfreizeitverhalten beschäftigt hat. Und warum, ist auch relativ leicht erklärt. Man hat sich gefragt, welche Freizeitangebote müssen wir machen? Wie möchten junge Menschen die Freizeit verbringen? Was brauchen sie? Was wünschen sie sich, um außerhalb der Freizeit dann Energien aufzubringen, um beim Wiederaufbau mitzuhelfen. So. Das waren die 1950er Jahre. Ich habe da so zwei Begriffe auf die Folie getippt. Freizeit bedeutete einerseits Campingurlaub, und in den Campingurlaub ist man noch ganz klassisch mit dem Autobus gefahren. Und andererseits, wenn man etwas schriller unterwegs war, Musicbox und Rock'n'Roll. Das heißt, in den 1950er Jahren beginnt auch die Amerikanisierung der Freizeitkulturen Jugendlicher. Und das zieht sich natürlich dann fort. Ja? Ab Mitte der 1960er wird das Ganze etwas schriller. Die Jugend wird rebellischer, sowohl im politischen Bereich als auch in ihren Freizeitkulturen. Das heißt, radikales politisches Denken ist plötzlich Programm. Und diejenigen, die dem radikalen politischen Denken nicht allzu viel abgewinnen können, setzen in ihrem Freizeitverhalten im Gegenzug auf radikalen Hedonismus. Sie kennen den Satz sicher alle, live fast, die young. Ja? Das beginnt in den Mitte der 60er und zieht sich als Lebensphilosophie in den jungen Freizeitkulturen bis in die frühen 90er. Ja? Und da gibt es natürlich auch Ikonen, die für diese Lebensphilosophie stehen, von Janis Joplin, Jimi Hendrix,
dann in den 80er Jahren beispielsweise Freddie Mercury und Anfang der 90er Jahre Kurt Cobain. Ja? So. Ab Mitte der 90er dreht der Wind wiederum. Und langsam, aber sicher werden die Freestyle-Kulturen groß. Ja? Also Skateboarding, Snowboarding. Ja? Mit einem ganz speziellen Lebensgefühl. Ja? Dieses Lebensgefühl formiert sich in zwei Botschaften. Do the right thing, but hang loose. Also mach das Richtige, mach dein Ding, aber bleib immer locker dabei. Sei nicht so wie die Erwachsenen, ja? Nicht so verkorkst. Ja? Und das Zweite, was vielleicht noch wichtiger ist, no risk, no fun. Ja? Also gib's dir durchaus. Leb das Leben, solange du jung bist. Ja? So. Und dieser Freestyle-Mind, der zieht sich eigentlich bis Anfang, Mitte der 2010er Jahre. Ja? Und ab dann bemerken wir einen Wandel, der sich erst langsam anbahnt, mit jugendkulturellen Phänomenen wie Normcore, und der mittlerweile im Jahr 2020 mitten in der jugendlichen Gesellschaft der Gleichaltrigen angekommen ist. Das heißt, wir sind im Hier und Heute. Nach wie vor ist es so, dass die Nachrücken, die Jugendlichen, den Zeitgeist definieren. Ja? Aber sie definieren ihn völlig anders als ihre Vorgängergenerationen. Ja? Heute geht der Trend nicht zum Spektakulären, zum ultimativen Erlebnis, zum Abenteuer. Heute geht der Trend in die andere Richtung, zum Unspektakulären. Ja? Wenn man mit Jugendlichen zu diesem Thema arbeitet, sagen sie, diese schrillen Lifestyle-Trends, das ist mir irgendwie schon zu viel, zu schnell, ja? Auch zu bunt. Es ist wahnsinnig mühsam, wenn man dran zu bleiben. Ja? Und wenn du mich fragst, ich will ehrlich gesagt gar kein Trendsetter sein. Das ist mittlerweile so ein abgelutschtes Ding, mit dem ich mich gar nicht identifizieren kann. Das heißt, die heutige Jugend, die Generation Z, ja, die zwischen 15 und 25 sind, ja, die sind der permanent wechselnden Lifestyle-Moden überdrüssig. Und sie stehen zum Begriff Trend oder Trendsetter auch in sehr, sehr kritischer Distanz. Ja? Party bis zum Umfallen und Bungee-Jumpen, das war vorgestern. Ja? Heute bahnt sich ganz was anderes an. Ja? Ich habe schon erwähnt, man konnte es vor einigen Jahren bereits beobachten. Bei denen, die man heute als Generation Y etikettiert. Ja? Die tendierten plötzlich zu Yoga und zu Wohnungskonzerten. Ja? So. Das heißt, die machten die ersten Schritte, die setzten die ersten schwachen Signale. Und das, was die gemacht haben, das erleben wir bei den etwas jüngeren, den heute 15- bis 25-Jährigen potenziert. Ja? Das heißt, von Live Faster Young zu Cocooning 2.0, so haben wir es bezeichnet. Der Trend geht in Richtung einer neuen Gemütlichkeit, die aber mit der Gemütlichkeit der 50er Jahre oder der Gemütlichkeit der älteren Generation nichts zu tun hat. Das ist eine sehr Lifestyle-schwangere Gemütlichkeit. Aber es ist trotzdem Gemütlichkeit, eine neue Gemütlichkeit zu Hause. Ja? Kombiniert mit dem Wunsch, Energie zu tanken, unspektakulär, outdoor in der Natur. Ja? Wir haben in unserer aktuellen Freizeitstudie mal ganz offen gefragt, was Freizeit für junge Menschen denn überhaupt bedeutet. Und die Botschaft, die uns die Jugendlichen mitgegeben haben, war klar. Freizeit bedeutet Eigenzeit. Also nicht vorstrukturierte, nicht organisierte, nicht durchgeplante Zeit. Zeit, die man spontan gestalten kann. Ja, wo man spontan entscheiden kann, was man heute machen will und mit wem. Ja? Und diese Eigenzeit, die spielt so im Spannungsfeld von Aktivität und Nichtstun. Das heißt, Nichtstun ist mindestens ebenso wichtig wie aktiv sein. Ja? Wir haben die 16- bis 29-Jährigen gefragt, ob sie eine Lieblingsfreizeitbeschäftigung haben.
Und dabei was Interessantes gelernt. Ein knappes Drittel hat keine Freizeitbeschäftigung. Da geht es primär darum, dass man überhaupt Freizeit als Eigenzeit genießt. Ja? Also Hauptsache frei. Und wenn man jetzt den Bildungsmilieuvergleich anstrebt, dann sieht man das ganz stark im Lehrlingssegment, diese Grundhaltung, Hauptsache frei gegeben ist. Ja? Interessant auch die wichtigen Freizeitpartner und Freizeitpartnerinnen der Jugendlichen. Auch da geht es unspektakulär zu. Es sind die Freunde und Freundinnen, das ist nichts Neues, aber es ist auch die Herkunftsfamilie. Ja? Das heißt, man verbringt auch gerne Zeit mit den Eltern, den Geschwistern und den Verwandten. So. Wenn wir uns jetzt die näher ansehen, die eine Lieblingsfreizeitbeschäftigung nennen, dann haben wir das nächste Aha-Moment. Wir haben in der Studie ungestützt aufgefragt. Ja? Das heißt, jeder konnte das sagen, was ihm oder ihr einfällt. Ja? Wir haben keine Antwortvorgaben gemacht. Jeder konnte wirklich für sich entscheiden, was momentan die Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist. Ja? Und ich sage ganz offen, ich bin über 20 Jahre in der angewandten Sozialforschung und forsche zum Thema Jugend und junge Erwachsene. Und das Ergebnis hat mich dann doch ein klein wenig verblüfft. Ja. Das, was sie am allerliebsten machen, ist Sport und Bewegung und wie gesagt Outdoor. Ja. So. An zweiter Stelle Zeit mit Freunden verbringen, kreativ sein, das heißt schreiben, Musik machen, malen, fotografieren, ja. Oder auch rausgehen, draußen in der Natur sein, im Garten sein, Gartenarbeit. So. Wenn man jetzt diese scheinbar unspektakulären Aktivitäten, ja, zusammenfasst, sind wir bei über 50%. So. Das heißt, 54% der 16- bis 29-Jährigen haben absolut nicht das, was wir uns eigentlich erwarten würden, wenn wir über Jugend- und Freizeitverhalten nachdenken. Ja. Wenn wir über Jugend- und Freizeitverhalten nachdenken, denken wir immer an die jungen Partymenschen oder die wie wahnsinnig shoppen gehen. Ja, und ein Event nach dem anderen besuchen, ja, die Abenteuer und Erlebnisse suchen. Ja, und da geht es eigentlich ziemlich beruhigt zu. Ja. Spannend war für mich auch, Sie müssen ganz, ganz weit nach rechts und ganz nach unten blicken, da steht irgendwo Internet und PC. 0,8% nannten in dieser Studie Internetnutzung oder Tätigkeiten am PC als absolute Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Wir sprechen immer von der digitalen Jugend. Ja, die jungen Menschen, die ihre ganze Zeit mit dem Smartphone oder dem Tablet verbringen. Ja, so. Wird das nicht als Freizeit wahrgenommen? Das wird nicht als Freizeit wahrgenommen, ich komme gleich dazu. Ja, so. Das heißt, das ist eine Aktivität, die man in der Freizeit ja, macht, ja, die aber keinen Freizeitwert hat. Ja. Und ich glaube, wenn wir über Jugend- und Freizeitverhalten sprechen, sollten wir uns von dieser Frage, was machen Sie häufig oder was machen Sie ständig, abwenden, ja, und uns dem Freizeitwert zuwenden. Ja. So. Vorweggenommen vielleicht, Smartphone hat fast jeder dabei. Ganz klar, wenn kleine Pausen zwischendurch stehen, dann greift man zum Smartphone und füllt die Zeit. Aber das ist keine qualitativ hochwertig erlebte Freizeitbeschäftigung. Ja. Ich glaube, das müssen wir ja, uns wirklich mal vor Augen führen und darüber nachdenken. Weil in der öffentlichen Debatte haben wir, wie gesagt, die Konsumjugendlichen, die Partyjugendlichen und die Digital Natives, die nichts anderes machen, als Freizeit mit digitalen Technologien zu verbringen. So. Aber bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich Ihnen noch was Interessantes zeigen. Wir haben in der Studie 1000 junge Menschen im Alter von 16 bis 29 befragt, und zwar bundesweit. Das heißt, die Stichprobe ist so groß, dass wir auch Regionen-Breaks rechnen konnten. Wir konnten die Region Ost mit der Region West vergleichen und wir konnten Nord und Süd vergleichen. Ja. Und wenn man sich jetzt das Freizeitverhalten oder die Freizeitinteressen ja, der Jugendlichen ansieht, bemerkt man durchaus regionale Gefälle. Ich habe es Ihnen da an zwei Beispielen konkret gemacht. Outdoor Experience, ganz wichtig für junge Menschen, haben wir gehört, im Westen deutlich wichtiger als im Osten.
während medienaffines Couchen, also das Zuhause-Sitzen mit ja, Netflix oder Smartphone oder vielleicht auch mal einem guten oder weniger guten Buch, das ist im Osten, in Wien, deutlich stärker verbreitet. Das heißt, wenn wir über Jugend- und Freizeitverhalten reden, müssen wir auch segmentieren und das regionale Gefälle mit berücksichtigen. Und jetzt komme ich auch schon zum Thema digitale Technologien oder Medien im Jugendfreizeitalter. Der große Jugendforscher Dieter Barke hat mal gesagt, Jugendzeit ist immer auch Medienfreizeit und damit hat er zu 100% recht. Aber Medienfreizeit ist breit und Medienfreizeit funktioniert in der Regel anders, als es sich die Erwachsenengesellschaft gemeinhin vorstellt. Wir haben halt mit einer digital sozialisierten Jugend, mit einer digitalen Jugendkultur zu tun. Das ist ja, das Schlüsseltool ja, oder das wichtigste Endgerät ja, für Mediennutzung ist das Smartphone. Das mobile Internet hat man immer dabei. Ja. Wir haben eine Smartphone-Abdeckung im jungen Segment von 1900%. Das ist Smartphone und mit dem Smartphone verbunden natürlich auch Social Media. Das sind so normale Dinge wie für die Elterngeneration das Fernsehgerät im Wohnzimmer oder der Kühlschrank. Ja. Was wir darüber hinaus beobachten, ist, dass Jugendliche dann sagen, okay, ich nutze meine Freizeit offline oder aber ich nutze sie online. Vielmehr ist es so, dass online und offline ineinander fließen. Ja? Wir sprechen daher sehr gerne von einer Generation online. Das heißt, sie lebt auch ihr Offline-Leben im Zugriff auf digitale Technologien. Wenn wir über Freizeitverhalten reden, müssen wir sehen, dass ja, Freizeitaktivitäten im Freundeskreis über digitale Technologien koordiniert werden. Das heißt, man verabredet sich über WhatsApp und wenn man dann abends unterwegs ist, dann macht man die Selfies, dann macht man die Schnappschüsse aus dem Alltag und lädt die in Echtzeit ins Web, ja, in die Community. Ja. Das heißt, WhatsApp und vor allem Instagram, ganz, ganz wichtige Tools für die Abwicklung des Freizeitgeschehens im Jugendalter. Ja? Aber jetzt weniger etwas, was an sich Freizeitwert hätte. Ja? So. Darüber hinaus beobachten wir, wie ich schon erwähnt habe, dass Social Communities in den kleinen Pausen, zwischendurch Pausenfüller sind. Jetzt muss man sehen, dass die Jugendlichen heute in der Schule, in der Ausbildung, in der Lehrstelle sehr stark gefordert sind. Ja? Und der Tag ist durchgetaktet. Und es bleiben in der Regel unter der Woche nicht so große Zeitfenster, dass man irgendwie sinnvoll in der Freizeit was machen kann. Ja? Und man sitzt an der Bushaltestelle oder in der U-Bahn-Station und wartet, bis dann das öffentliche Verkehrsmittel kommt. Und was macht man? Man nimmt das Smartphone her und geht in die Community. Ja? So. Aber das tut man, wenn man nichts anderes machen kann. Ja? Das hat nur den absoluten Mehrwert. Das ist irgendwie normal ja? Und dient als kleiner Pausenfüller für zwischendurch. Ja? So. Wie ich gesagt habe, mobiles Internet ist für die Generation, über die wir hier reden, alltäglich. Ja? Und alles, was ultra alltäglich ist, verliert natürlich an Faszination. Ja? Auch das müssen wir sehen, wenn wir über Jugendfreizeitverhalten reden. Ja? Ich habe erwähnt, dass wir in unserer Jugendfreizeitstudie zunächst ungestützt abgefragt haben und uns dafür interessiert haben, was die absolute Lieblingsfreizeitaktivität ist. Aber wir haben natürlich auch gestützt abgefragt und eine Liste mit Antwortvorgaben gemacht. Verschiedene Freizeitaktivitäten, wo die Jugendlichen dann eingeladen wurden, zu sagen, welche davon sie alles in allem recht gern machen. Ja? Ja, und da zeigt sich einmal mehr das, was ich ganz eingangs erwähnt habe. Da geht es jetzt nicht primär um Shoppen, Events oder Partys. Wir Shoppen, Events und Partys mit einem grauen Balken unterlegt. Ja. Ganz oben haben wir gemeinsame Unternehmungen mit Freunden und Freundinnen, mit der Familie verbrachte Freizeit und einfach mal nichts tun und relaxen. Also wirklich unspektakulär.
Ich habe hier nochmal ein Regionenbreak rausgenommen, also hier nochmal die Jugend in Westösterreich. Für Sie zur Info, hier sind Vorarlberg, Tirol und Salzburg zusammengefasst. Ja? Das ist sozusagen das Freizeitpräferenzprofil der jungen Westösterreicher und Westösterreicher. Ja? Sie werden sich denken, das klingt irgendwie alles schön und gut, aber auch bis zu einem gewissen Grad widersprüchlich. Und ich antworte Ihnen darauf, ja, das ist es ohne Zweifel. Ja? Aber die Welt, in der die heutige Jugend heranwächst, ist in sich widersprüchlich. Und da ist es nur konsequent, dass man widersprüchlich darauf reagiert. Die Welt, in der heute junge Menschen Fuß fassen müssen, ist geprägt dadurch, dass vieles möglich ist, aber wenig fix. Ja? Und auch dadurch, dass vieles, was im Grunde nicht zusammenpasst, scheinbar wertfrei nebeneinander steht. Ich habe da so ein paar Beispiele mitgebracht. Wir in den Sozialwissenschaften sprechen von einer Pluralisierung und Individualisierung der Lebensentwürfe. Ja? Und das hat natürlich dann auch Konsequenzen für das Freizeitverhalten der Jugendlichen. Das heißt, heute ist viel mehr möglich, geografisch viel mehr möglich und auch in den Freizeitwelten viel mehr möglich als in meiner Jugendzeit. Für Sie zur Info, ich bin Mitte der 60er Jahre geboren. Ja? Das bedeutet aber nicht automatisch, dass die Jugendlichen all die Möglichkeiten, die sie haben, ausschöpfen. Ja? Viele fühlen sich durch die vielen Möglichkeiten erschlagen und sie ziehen sich zurück. Ja? Und da landet man eben wieder beim Cocooning. Beim Hineingehen in die eigene kleine Blase, die Harmonie und Sicherheit garantiert. Oder ein zweites Beispiel. Die heute Jungen haben das Glück, mit einem gehobenen Lebensstandard aufzuwachsen. Ja? Sie haben unzählige Bildungsoptionen. Ja? Sie haben auch Bildungshoffnungen, aber sie erleben in sehr frühem Alter Erfolgsdruck. Und entwickeln auch Zukunftsängste. Sagen wir uns offen, ich bin mir nicht sicher, wie das in meinem Leben oder auch wie das in unserer Gesellschaft weitergeht. Das heißt, ein Grundgefühl der Unsicherheit, ein Grundgefühl der Verunsicherung und eine hohe Wettbewerbsorientierung bei Jugendlichen gehen Hand in Hand. Das betrifft jetzt Ausbildung und Beruf. Und was machen Sie in der Freizeit? In der Freizeit zu uns Ruhe und Sicherheit. Und selbst diejenigen, die durch Europa touren, die sich ein Interrail-Ticket lösen, trinken nicht mehr so wie früher, ja? Sondern fahren Interrail mit Sitzplatzreservierung. Ja? Für meine Generation eher ein Aha-Moment. Ja? Oder die digitalen Welten. Connected Life, ja? Lebt heute jeder, der unter 30 ist. Ja? Man pflegt Beziehungen im Web-Trending. Und trotzdem sagt man das, was mir eigentlich wirklich wichtig ist, sind meine besten Freunde und meine Familie. Ja? So. Das heißt, eine Gesellschaft voller Widersprüche produziert auch in sich widersprüchliche Jugendliche und eine für uns auf den ersten Blick unkonventionell anmutende Freizeitkultur. Das sollten wir mal festhalten. Und darüber hinaus müssen wir uns noch mit einem weiteren Problem oder, um es nicht so dramatisch zu formulieren, einem weiteren Phänomen beschäftigen. In der öffentlichen Debatte denkt man bei Jugendfreizeitverhalten immer an den Extrovertierten. Die rausgehen und die sauber auslassen. Ja? So. Ich habe vor langen Jahren während meines Studiums eine sehr interessante Studie der deutschen Sozialwissenschaftlerin Elisabeth Nölle-Neumann gelesen. Es ging um Medienverhalten. Und diese Studie beschäftigte sich mit den, wie es Nölle-Neumann bezeichnete, vernachlässigten Introvertierten. Und da habe ich mir gedacht, wäre doch mal interessant, sich anzusehen, wie extrovertiert oder introvertiert die heutige Jugend eigentlich ist, wie sie sich selbst konzipiert. Ja. Und noch interessanter wäre zu fragen, ob wir mit unseren Freizeitangeboten
nicht nur einseitig die Extrovertierten bedienen. Ja? Auch hier war das Ergebnis für mich sehr spannend. Also wir haben 4 Antwortvorgaben zur Auswahl gestellt und die Jugendlichen gebeten, sich selbst einzuschätzen. Sie sollten sagen, welchen Typ Mensch sie selber am ähnlichsten sind. Die erste Antwortoption war, ich bin ein geselliger Typ und habe zu vielen Leuten Kontakt. Klassische Extrovertierte. Die zweite Antwortoption war, ich bin eher introvertiert und zurückgezogen, aber nicht einsam. Ja? Die dritte Option war, ich bin über Social Media mit so vielen Leuten verbunden, es ist mir schon fast zu viel. Und viertens schließlich, ich kann mit den Leuten, die rund um mich sind, nichts anfangen und fühle mich manchmal ein bisschen einsam. Und wer sich keinem dieser 4 Typen zuordnen wollte, konnte auch eine alternative Antwortoption wählen und uns erzählen, wie er oder sie sich sieht. Ja? Die Antworten bei dieser 5. Antwortmöglichkeit gingen weitestgehend dahin, dass die Leute gesagt haben, ich bin ein geselliger Typ, lege aber Wert auf einen sehr engen Kontaktkreis. Ja? So. Gut, soweit dazu. Die großen Bereiche, die großen Anteile sehen wir im Bereich Extrovertierte versus Introvertierte. Wir haben 47% Extrovertierte, aber ganze 40%, die sich selber als Introvertierte fühlen. Ja? Und diese Extrovertierten und die Introvertierten setzen in ihrem Freizeitverhalten natürlich ganz andere Prioritäten. Ja? Das ist logisch, das ist konsequent. Ja? Das heißt, die Extrovertierten sind klassischerweise outgoing. Wenn wir über Jugendfreizeitverhalten nachdenken, denken wir immer über Jugendliche, die sehr stark outgoing sind. Ja? Die ihre Freizeit außerhäuslich verbringen. Ja? Die Top 3 Freizeitaktivitäten der Extrovertierten, Sportbewegung, Zeit mit Freunden verbringen, das heißt Freunde treffen und Unternehmungen. Ja? Und rausgehen, draußen sein im Garten und in der Natur, also wirklich explizit outgoing. Die Introvertierten ganz anders, zwar Sport und Bewegung auch hier wichtig als Ausgleich, ja, zur Ausbildung und Beruf, aber dann kommt schon kreativ sein, fotografieren, schreiben, Musik machen, ja, und Gaming. Ja. Das heißt, wenn wir über Jugendfreizeitangebote nachdenken, sollten wir auch darüber nachdenken, ob wir Extrovertierte erreichen wollen, Introvertierte, oder ob wir beiden Gruppen gerecht werden möchten. Und wir sollten dabei nicht vergessen, dass Freizeit für Jugendliche einerseits Gegenwelt ist, andererseits aber auch sowas wie Kontrastprogramm zu den Anforderungen in der Ausbildung und im Beruf. Ja? Vor diesem Hintergrund hat uns im Rahmen unserer aktuellen Freizeitstudie ebenfalls interessiert, ob sich junge Leute im Alltag gestresst fühlen und wenn sie sich gestresst fühlen, was sie besonders stresst. Ja? Auch hier haben wir ungestützt auch gefragt und die Statements dann verkodet. Was rauskam, sahen Sie in der Grafik: Hauptstressoren, Ausbildung, Schule, Studium, Arbeit, Beruf. Klarerweise in den bildungsnahen Milieus eher Schule, Studium. Bei den Lehrlingen ist es schon der Beruf, also nicht die Berufsschule, sondern das Unternehmen oder der Arbeitsplatz, da mithalten können, ja, auf den Erwartungen entsprechen können. Und an dritter Stelle dann Geldsorgen, finanzielle Sorgen. Und dann haben wir eine bunte Palette von Stressoren. Die Familie, die stressen kann, es stresst, dass man alles unter den Hut bringen soll. Also so viele Erwartungen. Ja. Und nicht wissen, wie man all diesen Erwartungen gerecht werden kann. Schwierige Mitmenschen, vor allem für die Jungs ein Thema. Ja? Schwierige Mitmenschen, ob es jetzt am Ausbildungsplatz, im Beruf oder im Freizeitgeschehen ist. Menschen, die nerven. Ja? So. Gesundheitliche Probleme, Zukunftsängste. Und so spielt sich das durch. Auch ein diffuses Gefühl der Überforderung, die Wohnsituation. Wohnsituation beispielsweise ein überproportional wichtiges Thema für junge Migranten und Migrantinnen. Wir haben auch den Vergleich Jugendliche mit Migrationshintergrund und Jugendliche ohne Migrationshintergrund gemacht. Ja? So. Und natürlich zeigen sich da auch Unterschiede. Ja? So.
Was wir festhalten können, dass Schule, Ausbildung und Beruf die Hauptstressoren im Alter der Jugendlichen sind. In einer Studie, die wir im Sommer letzten Jahres bereits präsentiert haben, haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, wie 14- bis 18-Jährige, also eigentlich ein sehr junges Segment, mit diesen Stressoren umgehen. Wir haben uns dafür interessiert, ob sie die eine oder andere legale oder auch nicht legale Substanz probieren, um mit den Anforderungen in Schule und Ausbildung besser umgehen zu können. Und inspiriert hat uns eine Studie aus Deutschland, die genau dieses Thema im Studierendensegment untersuchte. Ja? Und was wir jetzt feststellen konnten bei den 14- bis 18-Jährigen, also denen, die jetzt eine Lehre machen oder in die Arbeit oder Lehrerin gehen, schaut es nicht weniger schlimm unter Anführungszeichen aus, als bei den jungen Bildungseliten, die versuchen, im Studium am Ball zu bleiben und Höchstleistung zu bringen. Das heißt, 7 von 10 14- bis 18-jährigen Jugendlichen in Österreich haben schon einmal mit der einen oder anderen Substanz experimentiert, um mit den Anforderungen in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf besser zurechtzukommen. Ja? So. Das, was am populärsten ist, sind Energy-Drinks. Das klingt ja noch harmlos. Ja? Aber das ist nicht ein Energy-Drink. Das sind 5 bis 7 Energy-Drinks am Tag. Ja? So. Da wird man schon relativ zappelig. Ja? Natürlich, wenn es darum geht, mit den Anforderungen zurande zu kommen, sind schnelle Substanzen schon mal Thema. Da haben wir die Energy Drinks, wir haben aber auch die Koffeintabletten. Vor allem die HS-Schülerinnen gehen in die Apotheke, streben für die Matura und werfen sich Koffeintabletten ein. So. Es gibt auch rezeptpflichtige Medikamente, die Kinder machen, die dann am Schulhof geliehen werden, Ritalin. Ja. Jeder kennt es zumindest vom Namen. Ja? Es gibt aber natürlich auch andere Substanzen, ja? Die gegenteilige Wirkung haben, die langsam. Ja? Das heißt, man versucht zuerst Bestleistung zu bringen und wenn die gebraucht ist, hat man gebracht wurde oder wenn man die erbracht wurde, hat man Mühe wieder runterzukommen. Ja? Das heißt, dann raucht man sich ein oder nimmt die Beruhigungsmittel, die der Hausarzt verschrieben hat. Ja? Und vor allem für Mädchen in höheren Bildungsschichten enorm populär, diverse legale Substanzen aus dem Drogeriemarkt. Vitaminpräparate, Nahrungsergänzungsmittel, wo es heißt, die könnten etwas bewirken. Auch homöopathische Mittelchen, die nicht aus der Pflanzenheit kommen. Besonders im Trend hochdosiertes Vitamin D. Ja? So. Das sind so die Ausbildungs- und Berufsrealitäten, in denen sich die heutige Jugend Alkohol und Zigaretten haben wir außen vor gelassen, weil das eigentlich so der Mainstream ist. Ja? Aber ganz generell, also vor allem bei den Erwachsenen, großes Thema Stressmanagement. Rauchen geht eher zurück bei den Jungen. Ja? Alkohol ja, hat eine gewisse Funktion im Jugendalter, sagen wir so, vor allem bei den Jungs, noch immer da. Aber das Interessante ist, dass diese Schlüsselsubstanzen als Alkohol und Nikotin ja etwas für die Etablierten ist und bei den Jungen irgendwie gar nicht mehr so gang und gäbe. Ja? So. Also man zieht sich jetzt nicht die Zigarette in den letzten Lungenwinkel runter, man raucht dann eher gleich einen Joint. So. Ja? Ja, ich habe es jetzt mal so formuliert. Da komme ich auf 50%, heißt das, dass einige mehrere Mehrfachnennungen. Ja, das ist eh ganz klar. Ja? So. Das heißt, es gibt einerseits die Präferenz in Richtung schnell oder langsam oder Stimmungsmanagement haben und es gibt auch die kombinieren. Ja? Und gefragt wurde ja hier nicht, was sie regelmäßig nehmen, sondern was sie schon probiert haben. Spannend in dem Zusammenhang auch die hohe Bedeutung der Gesellschaft der Altersgleichheit. Das heißt, man lässt sich natürlich aus dem persönlichen Umfeld den einen oder anderen Tipp zu kommen. Ja, also das müssen wir auch sehen, wenn wir über Jugendfreizeit und Freizeitbedürfnisse sprechen. Freizeit als Gegenwelt, Freizeit als Ausgleich.
Das heißt, wenn Freizeitangebote Rahmenbedingungen schaffen, um den Stress, den man in der Ausbildung und im Beruf hat, zu kompensieren, ja, kommt man vielleicht gar nicht in die Situation, dass man Substanz A, B und C ausprobiert, um mit den Anforderungen das umgehen zu können. Ja? So. Das mag jetzt vielleicht ein klein wenig dramatisch geklungen haben, dass bereits 7 von 10 14- bis 18-Jährigen das eine oder andere ausprobiert haben. Ein klein wenig darf ich Sie beruhigen, in der aktuellen Freizeitstudie haben wir uns auch damit beschäftigt, ob sich die Jugendlichen stressen lassen. Und immerhin ja, sagen insgesamt 47%, ich persönlich lasse mich nicht stressen. Ja? Das kann ich ein klein wenig beruhigen. Spannend wird es natürlich, wenn man jetzt die Vergleichsbreaks ansieht. Das heißt, 47% auf den fiktiven Durchschnittsjugendlichen gerechnet. Ja? Also die statistische Fiktion des Durchschnittsjugendlichen. Wenn man jetzt junge Männer und junge Frauen vergleicht, sieht man da schon einen starken Bruch. Ja? Das heißt, die jungen Männer, die Jungs und jungen Männer lassen sich viel weniger stressen als die Mädchen und jungen Frauen. Ja? Bei den Mädchen und jungen Frauen sind es gerade nur mal 35%, die sagen, ich lasse mich nicht stressen. Ja? Spannend in dem Zusammenhang auch, dass das subjektive Stressgefühl in den bildungsnahen Milieus stärker ausgeprägt ist als bei Lehrlingen. Ja? Die Lehrlinge managen sich im frühen Alter besser selbst. Ja? Und sie schaffen es eher, die sozialen Erwartungen, die das persönliche Umfeld der Eltern an sie herantragen, wegzustoßen. Ja? Drittes spannendes Ergebnis, der Stress, der subjektive Stress ist vor allem in Wien sehr präsent. Das heißt, wenn man jetzt wieder den Regionenvergleich macht, ja, sind die jungen Leute in Wien die subjektiv gestresstesten. Ja, so, ja. Und haben klarerweise dann einen besonderen Bedarf an Freizeitangebot. Ja, so. Und wenn wir jetzt bei diesen Gestressten bleiben, ja, und wieder zu dem zurückkommen, was ich schon erwähnt habe, diesen Trend zu neuer Gemütlichkeit, dann schließt sich schon ein klein wenig der Kreis. Ja? Diese neue Gemütlichkeit ist durchaus als Lifestyle-Trend zu verstehen. Und Lifestyle-Trend bedeutet, dass es jetzt nicht nur um gemütliches Zusammensitzen mit Freunden geht. Es geht darum, dass dieses gemeinsame Zusammensitzen, gemütliche Zusammensitzen mit Freunden alltagsästhetisch eingebettet ist. Ja? Das heißt, zu diesem Lifestyle-Trend gehört natürlich eine Leitästhetik. Ja? So. Das heißt, da sitzt man irgendwo gemütlich und trinkt eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee, ja? Und trägt dazu, wenn man frei ist, vielleicht einen Hardjean. Ja? Neuer Trend. Ja? So. Das ist Slimfit. Ja? Ist out. Die Hardjean, die sind kommen. Bitte einfach Platz tun. Auch das müssen wir uns vergegenwärtigen, wenn wir über sich verändernde Freizeitbedingungen sprechen. Und wir dürfen natürlich auch den einen oder anderen Blick in die Schwellenzonen der Jugendkultur verwerfen. Wobei man natürlich sagen muss, dass die große Zeit der Jugendszenen ein klein wenig vorbei ist. Ich habe gesagt, diese Orientierung an den coolen Lifestyle-Trends, das ist was, das uns gestern gehört. Ja? Die Bereitschaft, sich einer großen jugendkulturellen Szene, einem jugendkulturellen Stil zugehörig zu erklären, geht zurück. Und trotzdem sehen wir so viele fragmentierte jugendkulturelle Phänomene, die natürlich mit Lifestyle-Ästhetik spielen. Das heißt, wir haben eine unübersichtliche Vielfalt an Lifestyles und Ästhetiken, mit denen junge Menschen ihre Alltagserfahrungen, ja, ihr Sein in der Welt bearbeiten, wenn man so kann wie Vanlife. Ja. Da haben wir schon vor 1,5 Jahren dazu gearbeitet. Ein Trend, der nach wie vor anhängt. Ein Phänomen, das im bildungsnahen jungen Erwachsenenmilieu zu beobachten ist. Ja? Wir wissen, Inflation der Bildungstitel. Ja? Jeder macht ein Studium,
man weiß nicht mehr wirklich, was man mit dem akademischen Abschluss anfangen soll. Deshalb treffen viele Mitte 20 in die sogenannte Quarter-Life-Krise. Das ist früher gab es die Midlife-Krise und den Pensionsschock. Mittlerweile gibt es die Quarter-Life-Krise. Und all die, die sich irgendwie im Studierendenmilieu ein bisschen auskennen, wissen, dass viele sich so Mitte 20, knapp vor Beendigung des Studiums oder knapp nach Beendigung des Studiums eine Auszeit gönnen. Ein Jahr draußen. Ja? Und dann mietet man, wenn man trendaffin ist, wenn man Vanlife-affin ist, einen alten VW-Bus und fährt mit dem Bus über die Kontinente. Ja? Und im Tourismusmarketing weiß man natürlich, dass man den Bus auch entsprechend ausstatten muss, mit so einer alten Akustikgitarre und schönen Blechkochlöffeln. So. Das kann man heute anmieten. Ja? So. Das klingt irgendwie so ein bisschen nach Hippie oder Post-Hippie, ist es aber überhaupt nicht. Ja? Und noch etwas ist anders. Ja? Früher wäre man vielleicht mit so einem Bus durch die Gegend gefahren und hätte nichts anderes gehabt als die Akustikgitarre und die alten Blechkochlöffel. Man hätte aber kein Smartphone gehabt und man hat auf jeden Fall nicht anderen Fotos gemacht, die man sofort ins Netz hebt. Das Netz gab es noch nicht. Ja? So. Das heißt, diese Vanlife-Community dokumentiert ihr Tun und Treiben klarerweise auf Instagram und Co. Ja? Und Vanlifer beraten über das Netz natürlich auch andere Vanlife-Interessierte. Ja? Ich habe es Ihnen da aufgeschlüsselt. Da gibt es so coole Blogs, wo man halt nachlesen kann, was Vanlife kostet und was Lebensunterhalt oder ja, Lebensaufkommen für das persönliche Leben in Berlin oder in Wien bedeutet. Ja? So. Und da sieht man diese sehr starke pragmatische Nutzenorientierung der heutigen Woche. Ja? Was kostet es, was bringt es? Ja? Und lassen Sie mich jetzt schon fast zum Schluss kommen. Das eigentlich super Spannende für mich an diesen Veränderungen in den Jugendfreizeitkulturen ist, dass diese Jugendfreizeitkulturen, die uns so schräg unspektakulär erscheinen, einen generellen Wertewandel markieren. Ich komme jetzt nochmal zurück zu dem Thema No Risk, No Fun. Die Leitideologie oder die Leitphilosophie, das zentrale Lebensgefühl der Freestyle-Szene. Ja? Man kann sich so ein bisschen umschauen, was aus den alten Freestyle-Magazinen geworden ist. Man wird feststellen, dass es die so gut wie nimmer gibt. Ja? Das heißt, es ist alles online. Also geht man online. Ja? So. Und schaut sich um, was die Herausgeber dieser ehemals kultigen Freestyle-Magazine jetzt so machen. Sie betreiben Blogs oder Websites. Und dann schaut man sich den Content an. Ja? Und stolpert nicht über No Risk, No Fun, sondern über Ikigai. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Also ich kenne es aus Management, Ratgeberlektüre. Ja? So, das neue heiße Ding im Businessbereich. Das neue heiße Thema, mit dem man versucht, High Potentials zu motivieren. Ja? Und gleichzeitig das neue heiße Ding in den Freestyle-Kulturen. Schwache Signale. Das heißt, wir, die wir in der Jugendkultur- und Jugendbrainforschung sind, schauen wir sowas doppelt genau hin. Ikigai, also ich musste ja mal googeln, wie man das ausspricht, und habe dann gelernt, man spricht es wirklich so aus, wie man es schreibt. Ja? Hat mich ein klein wenig beruhigt. Kommt aus Japan, wird als das große Geheimnis für ein langes und glückliches Leben gepriesen. Lässt sich nicht so ohne weiteres ins Deutsche übersetzen. Also es hat irgendwas mit Lebenssinn zu tun, aber es ist mehr als Lebenssinn, so wie wir es hier verstehen. Ja? Das ist eher sowas wie Lebensfreude. Und das Spannende daran, Ikigai finden, ja, kann man überall. Ja? Im Top-Job, ja? Als erfolgreicher High-Potential, und ebenfalls in ganz kleinen Alltagsdingen. Ja? Ikigai ist definiert über 5 Säulen. Klein anfangen, loslassen lernen, Harmonie und Nachhaltigkeit leben, im Hier und Jetzt sein und die Freude an den kleinen Dingen entdecken. Und spätestens hier schließt sich der Kreis. Ja? Das ist die Jugendfreizeitkulturen
die wir heute beobachten, die distanzieren sich zunehmend von dieser Abenteuer- und ultimativen Erlebnisphilosophie und wenden sich den unspektakulären kleinen Dingen zu. Ich denke mir, das ist etwas unheimlich Irritierendes und gleichzeitig etwas extrem Spannendes, das uns viel über die nachrückende Generation aussagt und vielleicht auch über unser aller Zukunft. Für mich ist diese Generation, die sich von No Risk No Fun verabschiedet hat und jetzt nach Ikigai sucht, eine Generation, die statt dem Abenteuer nach der nachhaltigen Lebensfreude strebt. Und ich glaube, auch das müssen wir berücksichtigen, wenn wir Freizeitangebote schaffen wollen, so wie es in der Jugendarbeit ist, ja? Oder wenn wir Freizeitangebote vermarkten wollen, so wie es im kommerziellen Marketing ist, oder auch, wenn wir Freizeitangebote nutzen wollen in der Gesundheitsförderung, um dem Alltagsstress, den junge Menschen heute ohne Zweifel erleben, zu begegnen. Ja? So wird ein kurzer Überblick über das, was uns im Rahmen unserer Studie beschäftigt hat. Wenn Sie sich für mehr interessieren, den Studienband mit allen Daten gibt es, ich glaube, die Kollegen und Kolleginnen haben Ihnen einen E-Zettel auf Ihre Sessel gelegt. Ja. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu vertiefen im Rahmen von Beratung oder Fortbildungsangeboten. Wenn das für Sie interessant wäre, freuen wir uns, wenn Sie auf uns zukommen. Ansonsten würde ich fürs erste Mal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit sagen. Mich hat schon wenig für die bei uns leider immer stickige Luft entschuldigen. Und mal rückfragen, ob vielleicht die eine oder andere Wissensfrage oder Verständnisfrage aufgetaucht ist. Die würde ich gerne hier im Plenum besprechen und ansonsten würde Sie mit mir zum kleinen Buffet, das wir für Sie vorbereitet haben, nebenan bieten, weil da können wir in kleinen Rahmen auch noch über alle Details ganz speziell diskutieren. Also ich frage jetzt einfach mal so in die Runde, was Sie wollen. Da war ein Ort und dann war da ein Ort, glaube ich. Zum ersten Teil war eine Tabelle, wo angekündigt, was am wichtigsten für Sie ist. Und dann, wenn ich mich recht erinnere, war es maximal 10%, die sich für Soziales und für andere interessieren, engagieren. Mhm. Ja, und wie Engagement ist das? Wie schaut es mit dem politischen Engagement aus? Das wurde nicht genannt. So. Also, das wurde bei der Lieblingsfreizeitaktivität politisches Engagement für Freizeitaktivität. Wir haben es bei der gestützten Abfrage auch nicht vorgelegt, weil wir wissen, dass politisches Engagement nicht als Freizeitaktivität gesehen wird. Wir haben ehrenamtlich engagieren, also unentgeltlich für einen guten Zweck einsetzen. Wir wissen, dass Jugendliche an politischen Institutionen wenig Interesse haben. Menschenrechtsfragen vielleicht eher interessant. Ja? Amnesty würde da reinpassen. Ja? Und der Prozentwert ist für mich eigentlich akzeptabel. Es sind zumindest mehr als diejenigen, die Yoga machen. Ja, und über die Yoga machenden Jugendlichen liest man ständig. Ja? Fällt Ihnen das auch auf? Ja? Also die sich Engagierenden sind weitaus weniger präsent als die jungen Yoga-Freaks. Ja. Aber man spricht ja trotzdem derzeit von Generation Greta. Ja. Das ist ja auch ein politisches Engagement. Nein. Also, wenn Sie in der Arbeitszeit reingestellt werden, um irgendwo mitzunehmen. Nein, das war jetzt irgendwie beinahe das Böse. Was wir sehen müssen, der Generation Greta, die Zielgruppe Jugend, über die wir sprechen, segmentiert nach Bildungsmilieus. Das heißt, die Bildungsnahen gehen mit, die machen das auch während der Schulzeit. So, die machen das nicht am Wochenende. Ja? Die Lehrlinge haben gar keine Chance mitzugehen, weil die müssen im Lehrbetrieb sein. Ja? Also die werden vielleicht einmal freigestellt oder zweimal freigestellt, aber das kann sich kein Unternehmen leisten, die Leute auf die Straße zu schicken. Ja? Das Zweite, was wir beobachten, ist, dass dieses Bedürfnis, etwas für den Klimaschutz zu tun, ganz stark mit einer diffusen Zukunftsangst zusammenhängt.
Das heißt, in den Vorgängern, gehen wir nochmal ins 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert war Zukunft ein großes Thema und so das Thema Zukunft war mit Fortschrittsideen verknüpft. Das heißt, man hat an technologischen Fortschritt gedacht, aber an zivilisatorischen. Mittlerweile ist die Stimmung gekippt. Zukunft ist ein Riesenthema für Jugendlichen, aber sie haben Angst vor der Zukunft. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Ja? So. Und diese Popularität des Klimaschutzthemas hat etwas damit zu tun, dass Klimaschutz all diese Ängste, ja, auf ein Häuflein kehrt. Ja? So, das muss man sehen. Das Dritte, was natürlich interessant ist, wenn wir jetzt über politisches Engagement oder Protest sprechen, diese Generation Greta trägt ihre politischen Anliegen ganz anders vor als Vorgängergenerationen. Das heißt, da geht der Lehrer mit oder die Lehrerin und Mama und Papa dürfen auch. Und man kooperiert mit den etablierten Medien, das wäre früher undenkbar. Also früher hatte man einen Gegenentwurf und jetzt versucht man halt so eine Allianz zu machen und stößt sich daran, dass die Erwachsenen nicht ganz so funktionieren, wie man sich wünscht. Ja, so. Das ist dieses Phänomen. Das heißt, es ist da, es ist vor allem in den bildungsnahen Milieus da. Wie viel es letztendlich langfristig bewirken wird, vor allem nicht einzuschätzen. Ich sehe, es ist eine unheimlich wichtige Thematisierungsbewegung, aber mir fehlt ein bisschen die Programmatik. Ja? Wir haben auch mit Jugendlichen zu diesem Thema gearbeitet und wenn man dann sagt, was machst du persönlich für den Klimaschutz, ja? Oder für den Umweltschutz? Ja? Und dann kommen so Antworten, naja, wenn es jetzt nicht so mühsam ist, dann tue ich schon Müll trennen. Und wenn man sagt, was könnte man noch tun, damit so in deinem Umfeld mehr dafür getan wird? Naja, es wäre irgendwie super, dass in der Schule auf jeder Etage Mülltrennkübel sind, dass man nicht von der unteren Etage zur oberen gehen muss, um den Müll zu trennen. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen hilflos da. Ja? So, ja? Das heißt, wir haben irgendwie eine kleine, feine Gruppe, der man in dem Bereich ein Angebot machen muss, aber ein konkretes Angebot, das heißt, die Erwachsenen müssen sich auch ein Reizsystem überlegen und sie müssen gleichzeitig überlegen, wie sie selber in ihrem Alltagsvollzug Vorbild sein können für einen Schritt untersteigen. Ja, trotzdem, Sie haben das sehr weggeschoben. Natürlich ist die Greta-Bewegung eine politische Bewegung. Natürlich, das heißt, sie sich natürlich in erster Linie an die Politik richtet, auch wenn die Kinder dann draufkommen, hoppala, ich könnte ja selber auch was machen. Ne? Aber die Bewegung an sich ist eine keine Frage, eine unheimlich wichtige Thematisierungsbewegung. Ja. Ja? Nur, ich bin ein bisschen ratlos, wie es weitergeht, weil ich kenne natürlich auch, oder ja, ich bin lang genug im Geschäft, ich weiß auch, wie Politik mit den Anliegen junger Menschen umgeht. Ja, so. Das heißt, es ist im Partizipationsbereich gang und gäbe, alle mitreden zu lassen. Und es gibt auch diesen wunderbaren Begriff, den Fachbegriff der Konsultation. Ja? Konsultation bedeutet, man fragt alle Leute, die liefern gescheite oder dumme Vorschläge. Und was ich gesagt habe, ist uns letztendlich eigentlich wurscht. Wir müssen damit nichts machen. Und das ist natürlich wahnsinnig frustrierend. Und Jugendliche, die sich bereits mal für etwas engagiert haben, haben die Erfahrung meistens schon gemacht und die machen nichts mehr. Die sagen nicht, ich engagiere mich in der Freizeit für Politik. Aber ich bin bei Ihnen eine unheimlich große, wichtige Thematisierungsbewegung. Ich weiß noch nicht, was das bewirkt langfristig. Ich kann es mir nicht einschätzen. Ich bin ehrlich. Ja? Und ich sehe auch, das, was mir ein bisschen in dem Zusammenhang irritiert, ist, dass die öffentliche Debatte oder auch die Debatte, die Erwachsene führen, denen das Thema sehr am Herzen liegt oder die Zukunft der Jugend sehr am Herzen liegt, die bildungsferneren Jugendlichen und sogar die Lehrlinge außen vor lassen. Also ich würde mir wünschen, dass wir möglichst viele einbinden. Ja? Und wenn wir jetzt das Alltagsverhalten anschauen, das vielleicht noch als letzten Punkt zu dem Thema, muss ich sagen, die Lehrlinge haben, was Klimaschutz betrifft, auch nicht ihre Stärken. Das heißt, die Bildungsnahen sind es gewohnt, dass sie mit dem Flugzeug quer durch die Welt fahren. Wir freuen uns, dass sie so weltoffen sind. Und sie sagen ganz ehrlich, darauf wollen wir nicht verzichten. Ja? Und sie lieben Ethnofood. Das heißt, man kauft natürlich dann am Lebensmittelhandel irgendetwas, das über weite Strecken transportiert wurde. Während die Lehrlinge regional verwurzelt sind. Ja? Sie ja mal in Österreich Urlaub machen, zwar mit dem Auto fahren, keine Frage. Der Auto ist nicht wegzudenken bei den Lehrlingen. Ja? Bei den meisten Lehrlingen. Ja? Aber in der Region bleiben und auch regionale Lebensmittel schätzen. Das heißt, ich glaube, wir müssen die Stärken und Schwächen in allen Milieus sehen, ja, und dürfen der Debatte
diejenigen, die auf der sozialen Stufenleiter weiter unten stehen, nicht außen vor lassen. Das würde ich mir wünschen. Eine wertbesetzte Aussage. Ja. War so viel. Da war schon ganz lange dann so irgendwie. Ja. Wie möchte diese Generation Z die Erwerbsarbeit in ihr Leben einbinden? Was für Vorstellungen haben die von einer Erwerbsarbeit, potenziell Fulltime, womit können sie sich identifizieren und auch potenziell länger bei einem Arbeitgeber bleiben? Was muss der erfüllen? Work-Life-Balance. Der Arbeitgeber muss flexibel sein. Er soll nicht von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen nach Flexibilität erwarten, sondern er oder sie sollte flexibel sein. Also das klingt jetzt so. Vor dem Hintergrund dessen, was wir einfach gesehen haben, dass eine unheimliche Stressbelastung da ist, dass die Anforderungen steigen, dass wir Inflation der Bildungssiegel haben, ja? Dass die Arbeitswelt einen Strukturwandel erlebt, das heißt, dass die nachrückende Generation nimmer ein Leben lang einen Job haben wird, ja? Wahrscheinlich auch nur selten in ganz klar geregelten Arbeitsverhältnissen sein wird, ist natürlich irgendwie verständlich, dass sie so reagieren, wie sie reagieren. Ja? Das heißt, aus der Tatsache, dass es vieles nicht mehr gibt, entwickelt sich ganz eine spezielle Sehnsucht nach Sicherheit, nach Stabilität, nach Abgrenzung von Beruf und Privat. Und das ist diese Stabilitätssuche, das betrifft die breite Mehrheit der jungen Menschen quer durch die Bildungsmilieus. Es gibt natürlich ein kleines Segment dieser sogenannten High Potentials, aber wir haben es uns auch angeschaut, die breite Mehrheit ist leistungsbereit, strebsam, aber risikoscheu. Schwierigen Herausforderungen stellen wollen, können sich 15% der Jugendlichen vorstellen. So. Ja? Und natürlich die einen und die anderen sind ganz anders zu führen. Das heißt, diese High Potentials, die haben ein Selbstbewusstsein, die wissen, dass sie die Innovatoren sind. Ja? So, die wollen auch so behandelt werden. Nicht so, du lieber junger, ambitionierter Mitarbeiter. So, das geht weg. Ja? Die wollen sich im Job entwickeln können. Die wollen natürlich auch fair entlohnt werden, wobei immer zu verhandeln ist, was im konkreten Fall fair ist. Ja? Und sobald sich ein attraktiveres Angebot bietet, sind die weg. Ja? So. Das heißt, man muss ständig dranbleiben und überlegen, was man diesen High Potentials gibt, um sie zu halten. Ja? Und diese Work-Life-Balance wollen die trotz High Potentials sein, für sich in Anspruch nehmen dürfen. Ja? Die wollen sehr viel Flexibilität in der Arbeitsorganisation. Das heißt, man vereinbart mit ihnen Zielvorgaben. Ja? Und lasst ihnen absoluten Freiraum für der Zielerreichung. Während die Stabilitätssucher, die wollen einen Raum nehmen. Ja? Die wollen, dass man ihnen sagt, was sie jetzt machen sollen. Ja? Zwei ganz unterschiedliche Gruppen. Ja? Oft aus denselben Ausbildungsgängen, trotzdem ganz unterschiedlich. Hm? Soweit dazu. Da irgendwie. Ja? Ich habe noch eine Frage, Sie haben vorhin gesagt, so diese diffusen Zukunftsängste. Ja. Man sagt ja auch, das ist ja, die jetzigen Jungen sind ja mit die Ersten, die quasi wahrscheinlich nicht mehr erreichen oder quasi froh sein müssen, wenn sie so viel erreichen wie die Eltern. Mhm. Ich nehme an, das spielt damit. Natürlich, ja. Also, das hat natürlich, das schließt auch oder das passt auch in die Generation Greta, diese diffusen Aufstiegsängste, dass sich darauf einstellen, dass zumindest das materielle Wohlstandswachstum nicht steigen wird. Das heißt, um Lebensglück, Lebenszufriedenheit zu finden im eigenen Leben, muss man sich auf was anderes konzentrieren. Ja? Also auf das Eigenheim und das Auto, und das tun sie auch schon. Ja, so. Und andere Akzente setzen und da landet man halt wieder bei der Lebensfreude. Ja? Und eine Währung, in der die heute Jungen durchaus gerne bezahlt werden, ja, ist eben nicht das Monetäre, sondern Zeit. Ja? So. Das heißt, wir zahlen mit Zeit. Ja? So. Ja? Und das sind so interessante Punkte. Das heißt, da müssen wir einfach umdenken. Ja? Ja, man ist immer leichter und sich irritieren lassen und dann spannende neue Angebote finden und die vielleicht auch mit den Jugendlichen weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, aber das finde ich persönlich interessant. Ja? Ich glaube, Sie wollten noch was, gell? Sie haben es vorher schon angesprochen, das Thema Begrenzung, Entgrenzung. Also ich glaube, dass es schon ganz wichtig ist, dass man da nochmal differenziert.
dass es verschiedene Ausprägungen gibt in der Jugend. Also eine ganze Generation zusammenfassen, glaube ich, ist das schwierig. Das Thema Moral, Konsumenten oder, also Greta ist das Thema Moral, Konsumenten betrifft mehr Generationen. Und glaube auch nicht, dass das bildungsabhängig ist, weil wenn ich mir jetzt einen klassischen Hochschulstudenten anschaue, hat der eine ganz andere Lebensweise als ein klassischer Berufsstudent. Mhm. Also, und die sind auch, haben auch selbe Bildungsniveau, selbes Alter etc. Also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzierter schauen. Die Daten sind, also ich bin ganz Grenzen, glaube ich, ist etwas, was wir ganz, also ich arbeite im Tourismus und ich merke das ganz stark bei Angeboten für junge Leute. Es gibt die, die nach Traditionellen suchen und die, die nach Entgrenzung, Internationalisierung suchen. Ich meine, man kann es eigentlich anhand einer Wählerstromanalyse ganz schön festnageln. Das ist die Andreas Gabalier, Helene Fischer und die eher nach rechts gehende Fraktion versus international Entgrenzung gibt es da, wenn zum Mieten, aber eine Nacht zwischendurch in Hilton schlafen, weil ich eben brauche sanitäre Anlagen meinem Standort gemäß. Genau. Also Richtung. Ich glaube, dass man da ganz stark differenzieren muss, dass es diese zwei Ausprägungen gibt und dementsprechend sich Freizeitverhalten auch aus. Und das korrespondiert, das was Sie sagen, das würde ich zu 100% unterschreiben, aber es korrespondiert auch mit dem sozialen Standort, an dem die Jugendlichen stehen. Das heißt, es macht natürlich einen Unterschied, ob man Germanistik studiert oder irgendeine vergleichende Literaturwissenschaft oder auf der WU ist oder Veterinärmedizin. Ja? Das macht massiv einen Unterschied. Diese Unterschiede sehen wir ganz stark, wenn wir zum Beispiel über Berufswünsche oder Vorstellungen von der beruflichen Zukunft, ja, oder Erwartungen ans Personalmanagement, ja, wenn wir zu diesem Thema arbeiten. Aber wenn man jetzt die Klimadebatte oder auch die Reiselust, ich nenne es jetzt mal so, ja, junger Menschen ansieht, sehen wir, dass die Studierenden, auch wenn sie in sich so verschieden sind, miteinander mehr gemeinsam haben als mit dem Durchschnittslehrling. Ja? So. Mhm. Also mit dem Mechaniker, sagen wir so, oder der Friseurin. Ja? Und das ist eben das Schwierige in unserer hoch individualisierten, pluralisierten, ausdifferenzierten Gesellschaft, dass alles so verschieden ist, dass man die größeren Muster oft nicht erkennt. Ja? So. Und das ist, zieht sich ja auch beim Generationen, zieht sich auch durchs Generationenthema. Natürlich ist eine Generation in sich nicht homogen. Ja? Das sagt die Generationenforschung auch. Im Regelfall gibt es unterschiedliche Leitwerte in einer Generation, die um Deutungshoheit ringen. Ja? Aber das Empfinden, das aus den Bedingungen des Aufwachsens in einer bestimmten Epoche resultiert, das ist was Gemeinsames. Die Antworten, die man auf dieses Gefühl findet, sind unterschiedliche. Und dieses gemeinsame Empfinden, ja, dieses Grundgefühl, das unterschiedlich interpretiert wird, das unterscheidet die jüngere Generation von der älteren. So. Das heißt, es gibt Gemeinsamkeiten und es gibt Unterschiede. Wir müssen beides sehen und über beides nachdenken. Ja. Aber Zielgruppensegmentierung ohne Zweifel hochwichtig. Ja. So, dann hinten war noch ein und ich glaube, dann gehen wir zu den Brötchen, oder? Also es hängt eh alles miteinander zusammen, aber mich würde interessieren, ob irgendwie in der Studie rausgekommen ist, wie die jungen Leute zu den Themen Entbehrung stehen und Convenience und auch die Härten des Lebens, die sich die einfach die Realität so einem zuspielt. Convenience, jetzt zu diesem Van-Style, natürlich wollen sie das alles machen und sie wollen das so als Abenteuerfeeling haben, aber die haben alle einen kleinen Geschirrspüler, einen kleinen Bus. Also da wird nicht selber abgewaschen oder aufs Klo draußen gegangen. Also sie wollen ja nicht ihre Komfortzone so verlassen, habe ich ein bisschen das Gefühl. Ich bin Personalmanager und Lehrlingsberater. Und das Thema Entbehrungen, also das ist, ja, man redet von Umweltschutz und von den großen Themen und bringt sie hinter wieder also online ein. Aber man auf sich bezogen, na nur ja nicht. Ich mache jetzt nichts. Also in der Umgangsweise, das Bewusstsein, was eine Datenabfrage online kostet an Energie. Also so weit geht das eigentlich alles nicht. Und mich würde interessieren, wie, ob das irgendwie sich in dieser Befragung abzeichnet, wie die dann damit umgehen, weil es vielleicht
da wird es wahrscheinlich niemand mehr. Wir sind am Zenit. In der Studie haben wir uns damit nicht beschäftigt, aber natürlich beschäftigt uns das Thema immer. Ja, das ist ein Klassiker. Das, was Sie jetzt ansprechen, ist so ein bisschen dieser ganz konventionelle Theorie-Praxis-Widerspruch, der ja auch Vorgängergenerationen nicht ganz unfremd war. Ja? Das, was wir jetzt beobachten, ist diese sehr starke Serviceorientierung der Jugend, gerade wenn Sie Personalmanagement ansprechen, großes Thema. Man will servisiert werden, man ist an bestimmten Standards gewohnt, man ist halt damit aufgewachsen. Ja? Wir dürfen uns nicht wundern, dass junge Menschen so sind, wenn wir sie eigentlich zu dem gemacht haben, denn das Vertraute, das Normale ist. Ja? Diese Aussteigermentalität, dass mal das ganz andere probieren, ja, mit der Hand abwaschen und frieren oder auf einem sehr altmodischen Campingplatz in einem zugigen Zelt in den Waschraum gehen und Zähne putzen, ja, das ist irgendwie so eine Grenzerfahrung. Ja, wenige suchen das. Wenige suchen. Ja, wenige, glaube ich, können damit schon fast umgehen. Ja. Also als Personalmanager. Wenn man ein bisschen was verlangt, dann streng dich an. Das wäre dann schon eigentlich ein überraschter Blick. Ja, ja. Aber diese Erfahrung, das wäre dann schon fast Abenteuer kennen. Und wenn Sie jetzt sagen, Personalmanagement, ja, das wäre schon fast Abenteuer kennen. Für diese Generation, über die wir sprechen. Das klingt jetzt auch, aber es ist einfach so. Und ich sehe natürlich auch, dass gerade im Lehrlingsmilieu, die nicht so stark intrinsische Motivation zeigen, also nicht so an den Inhalten der beruflichen Tätigkeit interessiert sind, sondern eher an den Rahmenbedingungen, am netten Team, Arbeitsklima, ja, und an materiellen Anreizen, dass da, wenn man zum Thema Anreizsysteme in Fokusgruppen arbeitet und so Vorschläge kommen, ja, wäre das schon mal super, wenn wir den Betriebsausflug planen dürfen. Und dann könnten die sich so ein Abenteuercamp auch vorstellen. Aber dann müssen Sie halt auch mit der Zahnbürste in den Waschraum gehen. Das ist die Geschichte. Gell? So, und ich glaube, wir gehen nochmal zu den Brötchen. Ich bin auch vor, dass die Juli zu ähnlich wird. Wir sprechen auch mit drüben bei Juli. Idealism prevails. Make the world a better place.